Was geht ab, meine Ossi-Fighter Ozeri hier? Und wenn wir unseren Goku Black Pulian haben und die Pose auch am Start ist, dann wissen wir, was es das heißt. Goku Black, Rosé und Vegito Blue sind nun im globalen Dokkan Battle. Wir werden gleich die ersten beiden Durchläufe bei ihren Bannern machen. Wir werden für sie summonen. Aber ganz kurz: Alle Informationen des Tages, alle Informationen zur neuen Celebration. Sie kamen zur 1000-Day Celebration Part 3. Sehr komisch, dass es ein Part 3 gibt. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Dass das alles kommt, hat auch kaum mit Part 3 zu tun, mit 1000 Tagen Part 3. Anyways, wir schauen uns die Informationen ganz kurz an. Und dann legen wir los mit den Summon. Es ist im Loggenbonus Part 3, ist Online Special Mission. Schauen wir uns gleich näher an. Sales könnt ihr euch auch mal gerne angucken, was ihr da so mitnehmen könnt. Die beiden Banner sind nun online, wenn ihr das Ganze hier anschaut. Für 100 Stunden gibt es einen super Discount. Diesen Discount werden wir uns ansehen. Nach diesen 100 Stunden sind die Banner natürlich noch online. Und zwar bis zum 25. April. Und geht der Discount. Hier steht es dran, bis zum 25. April geht der Discount. Aber die Banner selbst sind online bis zum 11. Mai. Das hat mich gerade gewundert. 25. April ist wenig. Aber das sind 100 Stunden, wie gesagt, ab heute, indem ihr die Discounts habt. Die zwei Stages sind online täglich. Und täglich bis zum 11.05. danach in der Rotation. Elder Kai Summon kommt am Dienstag, 8:30 Uhr. Gewisse Events kommen: Rosé, Universe 6, Bulmas Events, Super Battle Road wird ab dem 30. bzw. 1. Mai dann bei uns jeden Tag erhältlich sein, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, bis zum 12. Mai. Gewisse Events kommen dann in dem Zeitraum auch nochmal. Und das Turnier, ein nächstes Turnier kommt endlich. Das Turnier startet am 4. Mai, 8:30 Uhr unsere Zeit. Triple Experience auf die Quest, 30% im Barbershop und die Hidden Potential Stages sind nun auch im Wochenende online. Nicht nur unter der Woche. Genau, dann zwei Stages sind online, Rosé und Vegito Blue. Dazu natürlich im separaten Video. Schauen wir uns näher an, werden es näher anschauen. Das kommt dann noch die Tage online, halt ja ein Auge offen. Aber um euch mal darauf schon vorzubereiten: Rosé ist sehr tanky, Vegito genauso. Diese Charaktere machen mehr Schaden gegen ihn. Nehmt am besten eure besten Teams, Kategorie-Teams, Super-Teams. Und wenn ihr eine Charaktere habt, die mehr Schaden gegen den anderen machen, dann nimmt sie in das Team. Ihr seht die Charaktere hier in der Liste. Tausende Login-Boni könnt ihr euch gerne mal anschauen. Jeden Tag ein Stone, etc. etc. Zum ersten Login gibt es 10 Dragonstones. Und genau, das war's auch schon mit Login-Boni. Missionen, Obacht, Missionen auf jeden Fall machen. Daily, wenn ihr täglich Battle for Awakening Medals macht, die Medaillen-Stage, Herkules-Stage, Shuttle-Stage, bekommt ihr gewisse Sachen. Ein Charakter-Sieg-Awakening bekommt ihr Herkules-Statue. Wenn ihr jeden Tag einen Hidden Potential System-Stage macht, die sind jetzt jeden Tag online, unter der Woche und auch am Wochenende, kriegt ihr einen Stone, macht das täglich. Und ohne Limit in der ganzen Celebration, wenn ihr 50 Stamina verbraucht, 100, 200, 500, 1000, bekommt ihr insgesamt bis zu 5 Super Fest-Tickets und 5 Extreme Fest-Tickets. Diese Tickets könnt ihr einlösen in den beiden Bannern. Jetzt gehen wir mal zu den Bannern. Die beiden Banner sind, wie gesagt, online mit einem Super Multi-Discount. Wie funktioniert das? Wir werden uns gleich ansehen. Das funktioniert jeweils separat für die beiden Banner. Nehmen wir mal an, wir sind beim Vegito Blue Banner. Dann kostet der erste Multi-Summon, der erste Summon im allerersten Durchlauf 10 Dragonstones. Wir bekommen 3 statt 2 Charaktere. Im zweiten Step zahlen wir 20 Dragonstones. Wir bekommen 5 statt 4 Charaktere. Im dritten bekommen wir, beziehungsweise sammeln für einen ganzen Multi-Summon für ganze 10 Charaktere. Jedoch kostet dieser Multi-Summon 40 Dragonstones und der vierte ist immer kostenlos. Nach diesem ersten Durchlauf ist, beziehungsweise kostet dann jeder Multi-Summon 50 Dragonstones, aber wir bekommen für jeden Multi-Summon, je nachdem wo wir summonen, entweder Super-Fest-Tickets oder Extreme-Fest-Tickets, eine zufällige Anzahl. Der vierte Multi-Summon ist dann natürlich kostenlos und nach dem zweiten Durchlauf springen wir dann wieder zurück auf Step 5 bis 7. Heißt, wir zahlen dann für jeden Multi-Summon wieder 50 Dragonstones. Wir springen nicht wieder zum ersten Durchlauf, das meine ich damit mit Durchläufen. Genau, wir werden uns das Ganze natürlich auch gleich ansehen. Diese Ticket-Banner könnt ihr benutzen. Diese Tickets könnt ihr benutzen im Ticket-Banner, das wollte ich sagen. Die Ticket-Banner sind genau gleich wie die beiden Banner. Finde ich sehr, sehr gut, denn wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre es ein GSL-Banner oder so und da wären viel, viel mehr Charaktere drin. Nee, so sind die Banner genau gleich, heißt die Raids gleich. Und die Raids sind gut in den Bannern. Wisst ihr warum? Denn ein Banner, der von Super Vegito, da sind nur Super-Class-Charaktere, heißt nur Heroes drinnen, in dem von Rosé sind nur Extreme-Charaktere und damit haben wir wenig Charaktere in den beiden Bannern. Und so gesehen, bessere Chancen, genau die richtigen zu pullen. Die beiden Banner haben es wirklich in sich, die beiden Banner sind wirklich sehr insane. Wir machen, wie gesagt, einen Durchlauf hier, einen Durchlauf hier. Ich sag's jetzt schon mal, leider kam es, beziehungsweise, ja, war das leider, es war klar,
Im Bannerbild ist kein Fehler, heißt, wir bekommen keine Souls oder so zurück. Ihr könnt da ruhig gewissenlos sammeln. Und ihr seht auch schon, der Countdown bei den beiden Bannern läuft. 100 Stunden von jetzt an. Wo sollt ihr die sammeln? Das kommt ganz bei euch selbst an. Sammelt einfach nur, sammelt, sammelt, sammelt. Denn die beiden Banner sind wirklich sehr, sehr gut. Wir bekommen Tickets etc. Wenn ihr Heroes habt, bessere Heroes habt, wenn ihr Heroes wollt, sammelt ihr natürlich bei Vegito Blue. Wenn ihr Villains habt, Villains wollt bei Rosé. Banner von Vegito Blue ist wirklich sehr, sehr gut. Die beiden Banner haben es in sich. Vegito Blue selbst, unser neuer Leader. Wie funktioniert, ich sag's mal ganz kurz für beide Charaktere, wie funktioniert der Leader-Skill der beiden Charakteren? Euer Team muss ein Rainbow-Team sein. Euer Team muss, jeden Typ muss einmal haben. Agility, Tech, Int, Strength, physisch. Und dabei zählen auch die beiden Leader schon. Heißt, wenn ihr Rosé habt, dann habt ihr schon einen Strength-Charakter. Bei Vegito Blue habt ihr schon einen Tech-Charakter. Aber jeder Charakter in dem Team muss auch Z-Awaked sein. Heißt, Awaked sein. Genau. Banner von Vegito Blue. Wir haben Vegito Blue selbst, die neue Karte. Insane. Ultimate Gohan ist drin. Super Saiyan 4 Goku. 3-fach Goku, okay. Der ist ein bisschen random drin. Physisch Gotenks. Virus auch random. Der neue Trunks ist wirklich sehr, sehr gute Unit. Trunks, Esser, Gohan, bla bla bla. 1A Banner. Der von Rosé ist umso. Nicht geiler, sondern gleich geil. Gleich geil. Rosé selbst. Omega Shenlong, dreifache Bro Neoguard, wieder noch ein Neoguard, cooler, noch ein Neoguard, Goku Black, der neue Zamasu und wirklich sehr, sehr cool. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und legen mit den Summon los. Ich wollte auf jeden Fall erstmal euch die News herausbringen, damit ihr das ganz kurz informativ habt. Und dann machen wir, wie gesagt, fünf Pots, machen wir bei beiden Summon die ersten beiden Durchläufe. Gucken wir, wie wir rausgehen, aber weitere Summon werden auf jeden Fall dann noch folgen, ob es im Stream sein wird, im Video. Bin ich mir nicht sicher, spontan, haltet auf jeden Fall ein Auge offen. Genau. Oh, total, ja, nicht gefeatured. Videl, egal, ein SR nehmen wir an, im allerersten Durchlauf, hey, für drei Charaktere. Okay, passiert. Jetzt kommt der zweite Durchlauf, 20 Dragonstones und wir bekommen 5 Charaktere statt 4. Schauen wir, wie das Ganze läuft. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Like da und ein Abo, aktiviert die Abo-Glocke, damit ihr da nichts verpasst. Jede Unterstützung zählt da an der Stelle. Seid ihr auch so gehabt wie ich? Wir haben lange gewartet für die beiden Units. Ihr habt wahrscheinlich lange gespart, hoffe ich. Wen werdet ihr pullen? Wen wollt ihr pullen? Vegito Blue oder Rosé? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich würde erstmal wirklich liebend gern Rosé ziehen. Ich werde auch erstmal... Oh, wieder nicht gefeatured. Es geht wieder los. Hashtag nicht gefeatured. Krass. Ich würde erstmal liebend gern Rosé ziehen. Aber Vegito Blue versuchen wir natürlich auch. Ersten Durchlauf bei beiden Charakteren wollte ich machen. Und dann, je nachdem, wie die Ausbeute ist... Schauen wir mal, wie wir weitermachen. Ein Potz, 10 Charaktere, ist der Base? Ah, leider kein Baseform. Leider kein Baseform. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2. Dritter Multisam. Danach bekommen wir den kostenlosen Multi in der Serie. Hashtag nicht gefeatured, legit. Egal, ich lasse mich nicht irritieren. Hashtag nicht gefeatured. Aber, wow, 4 SSR haben wir jetzt schon. Oh, das. Nee, das ist der SR-Trunks, das ist nicht der neue. Ja, und das ist Ultimate Gohan. Aber legit, das könnten 4 gefeatured Charaktere sein und ja, ich will mich davon nicht beirren lassen, weil ich habe echt Bock hier zusammen, aber mir geht's langsam, triggert mich das Ganze schon, wenn ich hier nur nicht gefeatured SR sehe und die gefeatureden so gut sind. Die Sache mit den gefeatured SR, jetzt kommen wir zum Free Mode Sum. Es sind wirklich wenige Charaktere in dem Banner, SSR, heißt, die Chancen wirklich sehr gut zu ziehen. 5% werden aufgeteilt für die gefeatureden Charaktere. Wow, wieder ein Pot. 5% für die nicht gefeatureden. Wir haben es jetzt sehr, sehr gut gepullt. Also versteht mich nicht falsch. In jedem Multi, in jedem Summon, besser gesagt, war ein SSR. Leider nicht gefeatured. Naja. Krillin. Yamcha. Wieder Krillin, okay. Ich glaube, ja, es ist... Wow, was nur R-Charaktere? Es ist halt wirklich bitter, wenn der kostenlose Multi ein Dead Multi ist und ich glaube, es sieht hier so aus. Ja. Egal, 4 SR haben schon mal hier gepult und wie gesagt, ab jetzt, wenn wir uns den Banner mal ansehen, wenn wir das denn dürfen. Dankeschön. Kostet jeder Multi haben 50 Stones und wir bekommen Tickets dafür. Was war das gerade? Wir müssen zu Rosé, let's go! Rosé will ich unbedingt. Ich würde auch bei beiden meine wirklich jede Karte annehmen. Keiner davon ist bei mir auf 100% sitzt. Also wie gesagt, keiner ist 100%. Ich nehme da wirklich alles an. Vegito Blue, was war das gerade? Bitte. Lol, okay, crack the screen beim Train. Nee, okay.
Ja, drei Charaktere, damit kann man dann rechnen, ist nicht so schlimm. Aber diese vier nicht gefeaturten, die sitzen mir dann schon irgendwie am Kragen, am Nacken. Wenn man S erzieht, dann sollten sie gefeatured sein, man. What the fuck? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pots. 6 Pots beim zweiten Multi-Stay-Base. Kein Baseform. Anyways, wir sind jetzt, by the way, beim Rosé-Banner. Wie gesagt, Super Saiyan 1, Super Saiyan 2. Ich rush das Ganze ein bisschen durch. Ich wollte trotzdem die Informationen am Anfang packen und die zwei Durchläufe, weil die eigentlich relativ schnell gehen. Und, ja, schauen wir mal. Danach. Hashtag. Bitte lasst mal in den Kommentaren ein Hashtag nicht gefeatured rein, weil wir haben hier nur nicht gefeatured Charaktere gezogen. Und ich kann langsam nicht mehr optimistisch, ich kann langsam nicht mehr optimistisch bleiben, nett bleiben, nein, Spaß. 1, 2, 3, 3 Pots, aber warum? Was soll dieses nicht gefeaturede Ding? Was soll dieses nicht gefeaturede? Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, gib mir noch 5 SR gezogen, davon war keiner nicht gefeatured. Wäre einer davon gefeatured, überleg mal, was für ein Charakter, also was für Charaktere, die wir von den Gefeatureden ziehen könnten. Naja. Machen wir mal weiter, Android 19. Android, ja, 17, da kommen die ganzen Androids. Ah, dieser Multi fühlt sich nicht so gut an. Wow, überall Androids. Aber ja, ihr seht schon, es sind ja nur Villains hier in dem Banner und das ist ein Dead Multi an der Stelle. Chrononingen. Letzter Multi. Letzter Multi fürs Video und der kostenlose Multisum. Was pullen wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pots wieder, 6 Pots wieder, ziehen wir diesmal ein SR. Wir haben Rainbow, wir gehen Super Saiyan. Wir haben Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 2, Rainbow, 6 Pots, 6 Guards. Wir fangen an mit Sin Shenlong, Majin Buu. Ja, komm, okay. Hashtag nicht gefeatured. Legit, Hashtag nicht gefeatured. Krass. 6 S haben wir gezogen, aber wenn ich richtig gezählt habe. Überlegt mal. Von diesen 6 S war keiner gefeatured. Ah, kein Sinn. Kein Sinn, legit. Egal, das waren die Durchläufe. Ich wollte das Ganze euch, wie gesagt, informativ bringen in einem Video. So funktionieren die beiden Durchläufe. Wir werden auf jeden Fall hier weitermachen. Halt ein Auge offen, ob das ein Stream sein wird oder ein Video. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.